Willkommen bei Kultur TV. Heute zu Gast Wunsch-WG aus München, Gladbach und Köln. Seid ihr auch eine WG? Wohnt ihr zusammen eigentlich? Nein. Das ist ja meistens die erste Frage, die kommt, aber nein. Ne. Würde das so funktionieren, wenn ihr zusammen wohnen würdet auch noch? Ich glaube nicht. Wir haben es noch nicht versucht. Okay. Vielleicht, vielleicht. Wie sieht denn so eine Wunsch-WG aus? Wahrscheinlich auch so eine Frage, die öfters kommt. Ne? Also wir definieren den Namen quasi darüber, dass wir haben, die Wunsch-WG ist halt etwas breiter gefächert. Es sind quasi die Leute, mit denen wir so zu tun haben und ja, außerhalb der Band und viele auch, das ist so für uns die Wunsch-WG, mehr oder weniger. Und was für Musik macht ihr eigentlich, in welche Richtung? Kann man das so sagen? Pop. Kurz und klar. Pop, eigentlich ja. Ja, also man kann ja... immer irgendwelche Zutaten noch aus anderen Stilen, klar, irgendwie, aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, Pop. Ich habe gesehen, dein Hund, den du auch immer noch hast, heißt Indy. Der heißt Indy, ja. Der hieß auch schon so, tatsächlich. Das war ein Grund, ihre Schwester, die sah genauso aus als Welpe, und ich habe den Hund nur aufgrund des Namens genommen. Also hat nichts mit der Musik zu tun. Nee. Obwohl, vielleicht ein bisschen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Der Ben ist der Engine. Und was ist das für ein lustiges Gerät an der Nacht? Das Lauf von Ben, das kann man Ben erklären. Das ist ein Stylophon. Das habe ich aus England mitgebracht und damit kann man schöne Töne machen. Mit einem kleinen Stift. Jetzt ist es gerade aus. Das habe ich bei Marc ausgeliehen, hat ein bisschen geübt und das funktioniert. Ja, das ist die Frage, ob das funktioniert. Ja, mal sehen. Ich bin gespannt. Viel Spaß. Dankeschön. Ist mein Leben